Ich bin nicht so der Party-Typ, deswegen will ich hier schnellstmöglich raus. Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wir sind hier bei den entlegenen Pfaden und hier geht richtig die Party ab und ja, ich will hier eigentlich nur so schnell wie möglich weg. Deswegen beeilen wir uns ganz schnell hier oder so und mir fällt auf, dass ich die Kopfhörer einfach noch gar nicht umgesteckt habe, aber die Aufnahme gestartet habe. Ja, tut mir leid, das müsst ihr jetzt gerade einfach mal mit anhören. So, jetzt habe ich auch Sound. Ist das nicht toll? Also ich finde es ganz nett eigentlich. So, ich frage mich hier, konnte man auch die Zeitrelikte im invertierten Modus holen? Weil ich denke mir gerade bei der Welt ist es ja vielleicht sogar sinnvoller, wegen dem Rhythmus und so. Dass man dann, ja, das war schlecht. Dass man vielleicht das ein oder andere hier wirklich schneller hinbekommt und dass sich das dann lohnt? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier ganz normal im normalen Modus versuchen, das Relikt zu holen und dann schauen wir weiter. Ohne große Spirenzien. Mal schauen, ob das soweit klappt. Und wie immer, Gold ist das Ziel. Erstmal, nicht Platin. Entsprechend hoffe ich... Oh, das hat schon mal besser geklappt. Wunderbar. Hoffe ich, dass das hier alles problemlos jetzt abläuft. Und ich nicht wieder zu schnell irgendwie durch will oder irgendwas. Natürlich sollte ich mir nicht zu viel Zeit lassen, denn es ist halt Gold und nicht Saphir. Und für Saphir haben wir einfach 3 Minuten 6, habe ich gesehen. Auf jeden Fall über 3 Minuten, aber ich meine, es waren genau 3 Minuten 6 und... Es klingt sehr viel, ja. Natürlich ist das Level nicht gerade kurz, aber es gefühlt ist jetzt auch nicht so lang, dass es 3 Minuten dauern muss. Aber gut, klar, es ist nur Saphir-Zeit. Die Goldzeit ist bestimmt schon wieder eine halbe Minute drunter und da nochmal eine halbe Minute dann Platin. Das soll dann hier bei 2 Minuten landen. Das ist dann schon deutlich sportlicher. Aber mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Das hat gut geklappt. Schön. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier alles auf mich zukommt, aber ist auch egal. Einfach nur reagieren. Das ist Crash. Hau mal bitte ab. Fände ich super. So, okay, okay. Das ist easy. Da haben wir noch eine Maske. Oh, ich bin Superman. Schön. Also wirklich schön. Gucken, wie viel der uns hier bringt. Nicht uninteressant hier. Uiuiuiuiui, aber es gibt wahrscheinlich ja, Level, wo das krasser eine Rolle spielt. So, jetzt kommt jetzt die Rail, die erste? Ich glaube, es gibt 2, ne? Und ich glaube, zwischen den beiden ist aber nochmal so ein kleiner Bereich. Oder war der das jetzt? Ach nee, der kommt jetzt erst, okay. Dann sind die Rails, glaube ich, wirklich hintereinander. Ach, ich kann mich nicht ganz erinnern. Ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich wieder Superman. Das ist eine schöne Sache und ich bin, nein, tot. Oh, also ich glaube, das Level ist doch nicht so einfach, so insgesamt, auf Zeit. Weil es doch viel zu beachten gibt. Beziehungsweise man muss halt wirklich viel reagieren. So, das lief schon mal deutlich schlechter als gerade. Die 3-Sekunden-Kiste hätte ich schon ganz gerne. Und da bin ich einfach von den Nachwirkungen des Feuers, von der Explosion gestorben. Ist jetzt auch nicht so mein Favorit, tot. Ich mag eigentlich gar keine Tote, aber gut. Hier mal ein bisschen langsamer unterwegs, auch in Ordnung. Auch hier akzeptiere ich, dass ich lieber mal eine Runde warten sollte. Und das war wieder richtig risky. Das hätte damals, glaube ich, nicht geklappt, sich zu retten. Jetzt habe ich meine Maske leider verloren, was darin resultiert, dass ich gleich einen Superman weniger haben werde, wenn ich überhaupt überlebe, weil das ist gerade ziemlich riskant, was ich hier mache. Und knapp. Aber es sieht eigentlich erstmal ganz in Ordnung aus. Die 3 Sekunden habe ich gerade deutlich besser geholt. Jetzt habe ich es einfach 2 Sprünge lang verkackt. Ich hoffe, ich bekomme den zweiten Superman. Der bringt nämlich gefühlt ein bisschen mehr. Hier haben wir wieder die erste Maske. So, wundervoll. Die zweite kam dann da gleich... Nee, das ist der zweite Superman, an den ich gerade denke, so rum. Das ist nämlich die Stelle mit Lani Loli. Ja, stimmt, hier oben mit dem, wo ich den Kopf gegengeschlagen habe, ne?
Das war, glaube ich, unser erster Superman. Komm, geh weg. Ja, das ist natürlich alles sehr unglücklich. Da hatte ich gerade ein bisschen besseres Timing, also deutlich besseres Timing. So, und so, und so, uiuiuiui. No! Mein Gott, ja, das war ein sehr interessanter Laut, ich weiß. So, jetzt bin ich leider nicht unverwundbar. Aber ob das jetzt so eine große Rolle spielt, naja, wobei. Naja, geht. Hier ist jetzt eh nicht so schlimm, weil hier ist jetzt gerade nichts. Hier weit genug springen, das ist mir, glaube ich, einmal passiert, dass ich da deswegen verkackt habe. Ja, hier gut drauf achten. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht die krasseste Stelle für einen Superman. Deswegen war das jetzt eigentlich ganz gediegen. Den Bereich verstehe ich immer noch nicht so ganz, warum er überhaupt existiert, aber na gut. Einfach nur damit wir einfach zweimal eine Kanone benutzen müssen und einfach ewig Zeit verlieren. So, jetzt können wir wieder durchstarten hier. Die eine Sekunde da ist mir jetzt gerade egal. Okay, okay, okay. Durchballern hier, durchstronzen. So. Jetzt kommen nur noch die beiden Rails. Für Saphir haben wir noch knapp 2 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, was Gold und Platin für Zeiten sind, aber wir können jetzt eigentlich nur noch sterben. Also, wir können es nicht mehr anders verkacken, meine ich damit. Oder? Es gab noch einen kurzen Bereich, wo man laufen musste, aber der war halt wirklich kurz. Also eigentlich können wir jetzt wirklich nur noch dadurch verkacken, dass wir auf der Rail scheitern. Wir können jetzt keine Zeit mehr verlieren. Sterben können wir immer noch, aber wir können keine Zeit mehr verlieren. Das meinte ich eigentlich. So. Ja, wobei, das stimmt auch nicht ganz, weil wenn ich natürlich Kisten nicht treffe. So, jetzt gleich kommt die fiese Kiste. Die ist bestimmt wertvoll, was Zeit angeht. Oh, ich bin Superman. Das ist nett. Sehr nett, sogar. Holy shit. Sag ich nicht nein, aber heilige Scheiße. Heilige Scheiße, was für eine krasse Zeit. Also jetzt im Vergleich, meine ich. Es ist leider nur Gold, aber es sind 4 Sekunden. Es sind 4 Sekunden zu Platin. Das ist wirklich machbar. Das ist wirklich machbar. Die 4 Sekunden kann man locker rausholen. Möchte ich dann aber nicht jetzt versuchen. Aber krass. Wenn man sich das einfach mal gönnt. Man hat hier 3 Minuten und 6 Zeit. Und ich habe es innerhalb von 1:13 geschafft oder was. Also das ist halt schon krass. Dann hast du wahrscheinlich wirklich irgendwie für Gold 2 Minuten irgendwas Zeit. Oder halt wirklich sogar noch auch 1:30 würde ich mal vielleicht tippen. Maximal. Aber das ist schon eine krasse Differenz zwischen Platin und Saphir, was ich jetzt beurteilen kann. Gut, dann gute Küche. Ich wechsle wie immer meinen Skin. Da glaube ich, habe ich dann jetzt Coco am Start, ne? Genau. Coco mit ihrem Possenraser. Ja gut, das macht aber ja gar keinen Sinn dann. Das ist ja komplett Dingo Dial. Ja gut, dann. Ich finde den jetzt ehrlich gesagt eh nicht so schön. Dann lassen wir den halt vielleicht aus. Dann ist es halt so. Schade eigentlich, dass man keine Skins für die anderen Charaktere noch freischalten kann, entsprechend ihren eigenen Leveln. Das wäre eigentlich eine coole Sache, aber ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Muss auch mal gesagt werden. So. Also eigentlich viel beeinflussen kann man mit Dingo da ja nicht. Also es gibt jetzt keinen Todesdreher oder irgendwas hier. Warum leckt das so? Warum hat denn das jetzt so geleckt? Ach, hier vorne ist die Uhr. Habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Sehr interessant. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich habe das Level auch überhaupt nicht mehr im Kopf. Und ich habe auch offenbar gar nicht mehr im Kopf, wie Dingo da überhaupt sich spielen lässt. Naja, ja. Das war, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Sollte eher das tun. Der Saphirgeist ist vor mir. Das ist schrecklich. Ja, es ist halt eigentlich normal. Das könnte interessant werden. Ich sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das vielleicht schon noch, aber so, perfekt. Ich glaube, da habe ich jetzt die meisten Zeitkisten erwischt. Das ist in Ordnung. Gehen wir mal
So, genau. Ich weiß nicht, wie der das macht, dass der da einfach durchläuft. Vielleicht ist er krank oder so. Oh, hier, hier. Aber ich habe doch hier noch kein Relikt, oder? Hier muss man zwischenchecken, ja, ja. Ich habe hier noch kein Relikt. Der läuft hier einfach so durch, weil, keine Ahnung. Was ist mit dem? Achso, okay, ja, jetzt hier ist klar. 2 Minuten bis hier. Man hat hier 3 Minuten Zeit auch wieder. Aber der Anfang ist ja eigentlich noch recht schnell gemacht. So. Weiß halt leider nicht, was hier teilweise gemacht werden muss, was optional ist. Ich laufe einfach mal und hoffe, dass alles optional ist, was man hier sonst machen kann. Und dass mich da auch nichts von tötet. Töten können ist nochmal eine andere Sache. Ich wette, hier kann mich das ein oder andere töten. Kann man eigentlich Superman werden mit einem anderen Charakter? Ich weiß es gar nicht. Er hat mich nicht getroffen, der Sack. Gut so. So, der kann mich auch auf jeden Fall treffen. Da muss ich jetzt aufpassen. Ja, der schießt nach vorne, das ist in Ordnung. Zack, so, wunderbar. Weg ist frei, Kisten sind eingesammelt. So mustert. Hau ab. Hau ab. Das war ein bisschen früh gedreht, aber passt schon. Und ich krieg keinen Superman. Vielleicht hatten wir da auch schon 3 Masken, ich weiß es gar nicht, aber jetzt weiß ich safe, dass wir keinen Superman bekommen können hier. Was tragisch ist, weil das wäre echt mega mit Dingo da hier als Superman durch. Meine Güte. Das wäre richtig episch. Nice wäre das sogar. Das habe ich jetzt extra gesagt, weil genau das ist die Stelle, wo er das sagen würde. Hier sind aber mehr Nitro-Kisten als sonst. Ich kann es mich erzählen. Das war auch ein bisschen risky, muss ich gestehen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier kaputt sprengen. Und der schießt einfach noch nach mir, der Bastard. Ist ja unglaublich. Solche Sachen kann man sich eigentlich gar nicht so krass erlauben hier, aber ich mach's trotzdem. Okay, ich habe einfach mal 2 Masken innerhalb kürzester Zeit verloren. Das ist nicht so positiv. Ah, jetzt habe ich nämlich keine mehr. maximal Zeit tragen können. Wie Crash-Pioniere wissen. Ah, so ein Shit. Das ist jetzt wirklich nicht gut, weil es kommen ja genau noch so ein paar Schieß... Ach komm, so ein paar Schießspangen. Und das ist wirklich dramatisch. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Na gut. Dann halt alles nochmal, ne? Macht ja Bock. Ist aber auch ein grässliches Level, was Maskenmanagement angeht, muss ich sagen, weil im ersten Bereich hat man halt so viele Masken und braucht sie nicht. Und im zweiten Bereich kann man halt, man kann ja nicht mehr als 2 Masken mit sich tragen und hat dann eben einfach zu wenig. Dafür, dass man hier durchrushen. Ich weiß nicht, ob man das soll, aber ich würde natürlich gerne durchrushen, weil es ist halt immerhin ein Zeitrelikt. Ne? Die Zeit, würde ich sagen, sieht aber auf jeden Fall gerade ganz gut aus. Was passiert da denn? Okay, also gerade hat meine PlayStation irgendwie ein großes Problem. Weil da ist gerade einfach mal eine Kiste durch die Luft geflogen. Bis ich verstanden habe, dass da einfach ein Viech nicht geladen ist. Geladen wurde. Was diese Kiste eigentlich tragen soll. Oh Gott, dann halt nicht. Shit. Mir doch egal. Ich habe das echt nicht verstanden. Ich dachte so, oh, was. Das ist aber auch normalerweise nicht so. Im normalen Level. Ja, es ist auch generell normal nicht so. Ich müsste eigentlich auch so hinfahren, genau. Ja, super. Jetzt habe ich schon hier meine 2 Masken verloren. Das ist natürlich sehr vielversprechend. Ich meine, gut, eine kriege ich ja jetzt noch, aber... Der 2. Maskenverlust war jetzt halt hart unnötig, ne? Boah, das war verdammt knapp. Ich hätte mich nicht beschweren dürfen, wenn die Explosion mich mitgerissen hätte. Und dummerweise wäre die Maske ja dann erst dahinter gewesen. Ah, ja, dann muss ich hier vielleicht doch ein bisschen... Achso, hier ist ja wieder ein Vogel gewesen. Ja, das habe ich wieder gar nicht... Also so ein Dino. Wieder gar nicht richtig realisiert. Ja, das war richtig dumm. Wie nah bin ich denn da rangegangen, bitte? Ja, ich kann es eigentlich jetzt schon vergessen. Hier ordentlich durchzukommen. Da glaube ich nichts. Oh, das war nice. Das war nice. Ich hätte fast zu schnell die... Geh mal bitte weg. Das ist aber auch dumm. Die Dinger sind halt nicht geladen. Dann sollen die halt wenigstens geladen sein. Dann sehe ich sie auch. Jetzt habe ich gerade irgendwie gedacht, ich hätte eine TNT-Kiste gegrabt und nicht Zeit. Ach, richtig lost gerade. Richtig lost. Ja, also da bin ich jetzt erstmal kein Fan von diesem Level auf Zeit. Invertiert war das richtig herrlich, aber hier ist es gerade eher die Hölle.
Ja, vielleicht nicht unbedingt die Hölle, aber es ist schon nicht so nett. Können wir uns auch noch Zeit sparen, indem wir das Ding einfach nicht zerstören. So. Der Geist ist da gerade im Sprung. Toll. Ich habe aber schon wieder etwa eine Sekunde verschwendet, im Gegensatz zum letzten Run. Was nicht schön ist. Ich möchte keine Zeit verschwenden. Zack. So. Ja, die Dinger sind immer noch nicht geladen. Ja. Woran haltet ihr Lehen? Das fragt man sich. Warum? Ich habe mich ganz normal drunter durchgedreht, wie sonst auch. Ich glaube, ich sollte das Level doch lieber nochmal komplett neu laden. Ja, manche Dinger sehe ich einfach nicht ein zu warten. Ich glaube, das würde sich hier trotzdem noch lohnen, aber ich finde es halt auch lustig, wie manche von diesen Gargoyle-Dingern da geladen sind und manche nicht. Die Gargoyle-Händler. Meine Güte. Oh mein Gott. Heilige Shit. Heilige Shit, Niklas. Kannst du noch irgendwie Anpassungen und so von Begriffen? Macht man im Deutschen so. Aber Shit ist ja nicht deutsch. Ja, das ist meine Ausrede. Danke dafür. So, bei dem nächsten Ding habe ich mein Leben verloren, ne? Und hier habe ich meine Maske dummerweise verloren. So, das war jetzt richtig schön gesneakt. Da habe ich wirklich nur die Kiste getroffen und auch keine anderen Kisten. Ich muss andere nicht zweimal sagen. Das kommt auch schon beim ersten Mal durch. Das war eigentlich auch unnötig. Da hätte ich auch drum rumspringen können. Genauso wie zum Beispiel hier. Ach, guck mal, der ist jetzt geladen. Der war, glaube ich, gerade nicht geladen. Oh, ich habe noch beide Masken. Das war ja fast ein bisschen provokativ, ne? Ja, ich meine, gut. Hätte ich jetzt eine Maske gehabt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber mit zweien, da kann man das doch mal machen. Das werde ich bitter bereuen. Nämlich genau dann, wenn ich tot bin. Ach so, ich brauche jetzt erstmal hier das Fass von den Kollegen. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Was soll das denn? Ich habe hier Zeitdruck. Und dann funktioniert so eine Scheiße hier nicht. Wenn ich deswegen jetzt Gold nicht kriege, ne, dann raste ich aber aus. Dann kotze ich einfach nur. Da kann ich doch nichts für, wenn das hier nicht funktioniert. Ja doch, ich hätte springen sollen. Okay, okay. Ja, ja, ja. Dann wäre es leichter gewesen. Jetzt geklappt. Okay. Es ist trotzdem doof. Muss man halt wieder wissen, bevor man hier wirklich punkten kann. Ja, ja. Ist okay. Achso, scheiße. Ich brauche hier irgendwas Explosives. Ja, genau. Mit der Maske ist es in Ordnung. So. Eine Minute war ich jetzt ungefähr schneller. Bitte lass mich einfach Gold haben. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. So, jetzt nochmal 17 Sekunden rausholen. Angesichts der Tatsache, dass ich hier keinen Turbo-Modus einbauen kann oder irgendwas anmachen kann, weiß ich jetzt gerade noch nicht so ganz, wie das denn funktionieren soll. Aber, ja, ist aktuell nicht mein Problem. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht wirklich so dieses Gefühl von wegen so, ja, ich habe gerade mein iPhone hier angeschlossen übrigens. Deswegen habt ihr vielleicht was gehört. Nee, aber es ist einfach dieses, ich habe dieses Gefühl nicht von wegen, ja, ich war ja jetzt eigentlich voll gut dabei und ich könnte das doch jetzt gerade noch schnell und nee, habe ich nicht, habe ich wirklich nicht. Also so vor allem dieses Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was gelernt habe, was ich dann wieder vergessen habe, wenn ich dann doch wieder Platin holen möchte dann später. Das Gefühl habe ich gerade nicht und das ist eigentlich echt schön. Vor diesem Level aber habe ich insgesamt ziemlich viel Respekt, was die Zeit-Challenge auch angeht. Eine 2,42 dürfen wir hier insgesamt benötigen. Ich guck mal, hier ist wahrscheinlich nichts. Oh, da ist Zeit drin. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Weil das halt so optionale Kisten sind eigentlich. Oh, da ist Zeit. Ich habe mir auch angewöhnt, auch beim Jetboot, also gerade bei Jetboot-Anleger, wo ich Platin geholt habe. Das klingt jetzt so, als müsste ich unbedingt erwähnen, dass ich Platin geholt habe. Als ich beim Jetboot-Anleger Platin geholt habe. So soll ich es eher formulieren, damit es nicht so komisch klingt. Sagt der gerade gesagt hat, dass er sein iPhone auflädt und nicht sein Handy. Ja, ja, ich weiß. hat sich irgendwie so etabliert. Ich weiß auch nicht, warum. Vor allem, weil es das Firmenhandy ist, weil ich kann ja nichts dafür, dass sich die Firma dazu entscheidet, iPhones zu nutzen. Und, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist jetzt kein privates Statussymbol. Wie auch immer. Darum soll es gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass ich im Platin-Run von Jetboot-Anleger damit angefangen habe,
weil es bei den Polarreit-Leveln gut funktioniert hat, beim wahnsinnig perfekten Relikt, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich anfangen, diese Steuerung zu verstehen. Sollte ich damit anfangen, auch auf dem Wasser, oh mein Gott, war das knapp, das Steuerkreuz zu verwenden. Und tatsächlich klappt das deutlich besser als mit dem Stick. Bin aber trotzdem, oh, die hätte ich übersehen. Schön. Kann ich jetzt kompensieren, dass ich hier auf das Seil warten musste. Nett, ne? Trotzdem bin ich ein Fan davon, hier generell mit dem Stick durchzuspielen. Es war so klar, dass das jetzt hier nicht so easy funktioniert, aber ich habe das Gefühl, die sind auch ein bisschen schneller unterwegs, oder? Oder bilde ich mir das ein? Naja. Das Beschissenste... Oh, einfach mal die erste Zeitkiste verpasst. Top. Das Beschissenste wird halt sowieso wieder das Ende sein, aber eigentlich... Also, das... Der Weg mit diesem... Deiner Typide. Mit diesem... Mit diesem Gürteltier, was da... Dieses lustige... Boot fährt. Das wird das Belastendste werden. Allerdings auch eher in der anderen Version. Deswegen eigentlich auf Zeit, würde ich sagen, ist das hier gar nicht so mega dramatisch. Aber auch nur... Weil ich ja aktuell noch nicht Platin holen möchte. Ich glaube, auf Platin wird das auch wieder mal eine ganz andere Nummer. Jetzt sind wir schon bei dem Bootsbereich einmal mehr. Also bei einem weiteren Bootsbereich. Wo ich aber dann schon ganz gerne die Maske hätte. Den Luxus möchte ich dann doch gerne in Anspruch nehmen. Das war gut gerettet. Ich weiß nicht, warum ich die 3 Sekunden nicht getroffen habe oder wie ich hätte lenken sollen dafür, aber... Ja, Fakt. Ich habe sie nicht bekommen. Das ist... blöd. 3 Sekunden können... Es läppert sich vor allem, ne? Ich habe manchmal nicht so ganz verstanden, wie man das Ding am besten dreht. Ja, komm, shit off. Fahr, Junge, es dauert Jahre. Wir hatten doch hier auch nur 3 Minuten oder irgendwas, oder? Nee, 2 Minuten 45 sogar, nur für Saphir. Gut, wir sind jetzt auch schon durch 65% oder sowas des Levels durch. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, die Masken zu haben. War jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee, diese TNT-Kiste zu aktivieren. Nee, am Ende die Masken ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wenn man die am Ende noch hat. Bringt ja auch nichts, da jetzt nach vorne zu preschen. Wir müssen halt so oder so auf das Boot warten. Ah, die Levelvariation wird so schlimm. Ja, kein Bock drauf. Aber warum ist der gesprungen? Ich habe nur Kreis gedrückt und der ist erstmal gesprungen vorher. Also irgendwie ist der gerade komplett lost, der Typ. Und ich meine nicht mich in der dritten Person. Ich weiß nicht, ob da oben was war. Ich hoffe mal nicht. Ist auch egal. Sehr schön, sehr schön. Den ganzen Shit können wir hier hoffentlich ignorieren. Und durchperzen. Let's go. Ui, da war eine 2-Sekunden-Kiste. Die hätte ich so irgendwie nicht erwartet. Oh, schön. Wenn man hier wirklich Gas gibt, wie ich es ja gerade tue, dann sind die Nitro-Kisten erstmal irrelevant, weil die viel zu spät im Wasser aufkommen. Die 3-Sekunden-Kiste hätte ich natürlich auch gern gehabt. 1-Sekunden-Kiste, egal. 2-Sekunden-Kiste ist jetzt nicht mehr so egal. Ja, ich lasse gerade verdammt viele Zeitkisten liegen, aber ja, was kostet die Welt? Leider so viel, dass ich jetzt... Doch! Oh mein Gott, das war so verfickt knapp, ne? Ich hätte mich nicht beklagen dürfen, wenn ich da gestorben wäre. Komm, lauf, 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 Junge. Lauf, 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 lauf. Ja, also, wäre cool, wenn es Gold ist, aber es, ich verstehe es auch, wenn es nicht Gold ist. Es ist Gold. Schön. Aber die Differenz ist ungefähr eine halbe Minute so. Das ist sogar über eine halbe Minute. Also es wird anspruchsvoll. Es wird extremst anspruchsvoll. Ja, schön. Dann sind wir eigentlich wieder ganz gut, schätze ich mal. Ich weiß ja jetzt nicht, wie gut das nächste Level noch läuft. Aber wir sind dann ganz gut in diesem Schnitt von 1,5 Videos pro Welt, die wir ja jetzt mit den Friedfällen aufgestellt haben. Da habe ich ja 1,5 Parts gebraucht.
also diesen halben, wo ich ja die Trophäen noch geholt habe und den perfekten Run, also nicht den perfekten, den Platin-Run halt gezeigt habe von Jetbot-Anleger. Da hatte ich ja noch so eine Viertelstunde Zeit, wo ich dann die Friedfälle angefangen habe und dann der ganze letzte Part. Und in diesem ganzen Part hier haben wir jetzt schon 3 Level geschafft. Entlegene Pfade, gute Küche und sumpfiges Vergnügen, alle auf Gold nur. Aber immerhin bei entlegene Pfade waren wir knapp dran. Bei den anderen beiden muss ich noch eine Menge Zeit irgendwo rausholen, wo auch immer. Und es wird nicht getrödelt, ist ja sowieso eins meiner Hass-Level. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. In der Hoffnung, dass wir auch da nur maximal vielleicht eine Viertelstunde brauchen und dann hier schon mal ordentlich was machen können. Okay, gut, da hier sind aber auch, hier sind 5 Level, ne? Das würde also schon mal per se länger dauern. Dafür sind ja zum Beispiel in der Snacks-Dimension nur 3. Naja, also die 11. Dimension würde uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter beschäftigen, auch über die nächsten 2 Parts hinaus wahrscheinlich. Ja, und da ist natürlich auch hier Polarkacke wieder am Start, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so krass schlimm ist auf Zeit. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, man kann natürlich viele Zeitkisten noch mitnehmen. Was auch hier natürlich wieder ein großer Faktor ist. Ich habe viele, viele Zeitkisten übersehen bei sumpfiges Vergnügen. Gut, bevor der Part länger wird, würde ich sagen, es wird nicht getrödelt beim nächsten Mal. Und dann auf jeden Fall auch schon eingeschneit. Also auf jeden Fall kann ich natürlich noch nicht sagen, aber es wäre traurig, wenn nicht. Es wäre wirklich sehr traurig. Wir haben jetzt 18 Relikte von 38 und 7 davon leider müssen noch platiniert werden. Und da werden noch eine Menge dazukommen, die nicht Platin sind. Aber wie gesagt, Hauptsache erstmal überhaupt Gold. Bis zum nächsten Mal. Ciao.